Freunde, herzlich willkommen. Karlsruhe, seid ihr da? Liebe Freunde, danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Mein Name ist Marc Bernhard, ich bin der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete der AfD hier in Karlsruhe und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer Wahlkampf-Abschlussveranstaltung. Auf geht's, auf geht's! Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann passiert nämlich genau das, was in Mannheim vor wenigen Tagen auch passiert ist, nämlich ein heimtückischer Messerangriff auf unseren Gemeinderatskandidaten Heinrich Koch. Was für ein Land ist das? Das was für ein Staat, der die Menschen, die Demokratie nicht mehr schützen kann, das ist unglaublich. Und deshalb, Bilder, wenn die demokratischen Veranstaltungen einer demokratisch gewählten Partei, die fast 25% der Menschen in diesem Land wählen wollen, gestört werden. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden dafür sorgen, wir werden uns unsere Demokratie zurückholen. Wir werden dafür sorgen, dass es in Deutschland Volks- und Bürgerentscheide auf allen Ebenen gibt und damit wirklich in Deutschland das Volk regiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich frage Sie jetzt, es wird immer gesagt, wenn die AfD an die Regierung kommt, dann Jahre in unserem Land gearbeitet hat, immer seine Steuern bezahlt hat, seine Sozialabgaben bezahlt hat, jeden Morgen aufgestanden ist, um dieses Land am Lauf zu halten, auch gut von seiner Rente leben kann und nicht unser Geld in alle Welt verschenkt wird. Und zu guter Letzt, wir besonders wichtig ist, wir werden auch dafür sorgen, dass wir eine der größten Schanden in unserem Land beseitigt wird. Nämlich, dass wir für arbeitende Menschen die größte Schande ist, dass wir das größte Armutsrisiko in unserem Land für arbeitende Menschen Kinderreichtum ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden dafür sorgen, dass jede von der Normalverdienerfamilie ab dem Thank you.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich beende damit offiziell unsere Kundgebung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und uns morgen einen großartigen Sieg. Herzlichen Dank, dass ihr alle da wart.